Ja. Ist das schön. Guck mal. Also. Das ist ein Stellplatz in den Das ist Kärntner abgemäht. Bergen. Oder? Entschuldigung, wollte ich nicht stören. Guten Tag. Die beiden Fachsimpeln. Stört Ihr mich seid ja nicht. noch gar nicht im Bild. Hört ich ja auch gar nicht. Achso, ja, dann Weil sprich bei mal. mir hört man ja eh in der Regel immer komische Töne oder unterschiedliche Mikrofontöne und deswegen behalten wir das so bei. Für diesen Stellplatz dürfen wir keine Werbung machen. Machen Das wir war auch sehr nicht. lustig. Deswegen sagt man gar nicht, wo wir sind. Ist aber nicht so wichtig. Sind in Mitteleuropa irgendwo. Ja. Er hat ja Kärnten gesagt. Ah, das Ja, ist, aber Kärnten kann Kärnten man ist nennen. groß. Kärnten Ja. kann man nennen. Nee. Servus, Hallihallo. Grüß Gott. Geht es so? Ui, Das geht musst schon du sagen. los. Ja. Ui, 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 ui. Karussellfahrt. Ui, 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 Was ui. machst du denn? Ich stelle es ein, weil ich komme zu euch. Wir Was müssen okay ist. entschuldigen, Tobi hat einen neuen Gimbal, der muss auch lernen. Ich habe einen neuen Spezi. Darf ich das zeigen? Hashtag unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Das ist keine Werbung. Der Name hat mich fasziniert, Glorietta. Es war kein Paulaner Spezi mehr da. Du wolltest es Paulina sagen. Paulina. Pauline. Auch das ist unbezahlte Paulanetta. Werbung. Nee, Paulanetta. wirklich aus. Und jetzt habe ich von Oettinger hier die Glorietta. Ist kein Paulaner Spezi, aber okay. Ist halt auch braun. Ein bisschen die Richtung, wollen wir keinem wehtun. Du hast gesagt, Insektenschutz geht erschließen, da sind doch ein paar. Ja, eine ist gerade reingekommen. Du bist ja. Du, ich bin ja. Ich bin ja so ein halber Österreicher. Hier sagt man gerne Gösen. Was? Gösen, eine Gelse in Okay. Österreich. Das ist die Mücke oder die Schnacke für den Das Norddeutschen. wusste ich tatsächlich auch nicht. Ne? Na? Gösen. Aber ich wollte immer eine Tirolerin heiraten. In Tirol, sagt man das nicht, glaube ich. Ist eher so Oberösterreich, Okay. Niederösterreich, Wien. Hier weiß ich es Okay. auch genau. Die Kärntner haben auch einen besonderen Humor. War ganz lustig, wenn wir hier angekommen sind. Eine kleine Anekdote: Wir haben erst mal gar nicht ordentlich eingecheckt, weil die Schranke war offen reingefahren. Kam gleich jemand, oh, ganz lieb, ganz nett. Das ist ein wunderschöner Platz, aber wie gesagt, keine Werbung. Geheimtipp. Bist du überhaupt mit dem Bild ja, ne? Ja, ich bin im Bild, hoffe ich. Ist auch nicht so wichtig. Jungs, Männer, Freunde, wie war unser Roadtrip? Geil, würde ich sagen, oder? Ja, kann man Ja. sagen. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ist ein Tag vor Ende. Ja. Wir waren gefühlt 7 Wochen unterwegs. Ja, es war Hammer, ne? In 3 schwarzen Kasten. Oben kommen in Videos und Roomtouren und alles, was ihr sehen müsst und könnt. Jetzt sitzen wir im MAN von Bravia im Swan 6680. Ja. Den hast du hauptsächlich bewegt. Ja, nur. Das ist ein schönes Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sag's gerne wieder und wieder und wieder. Ich bin total geflasht, dass das Auto innen drinne so leise ist. Und ich muss auch gleich anschließen, wir haben das echt erstmal unbewusst auf Herz und Nieren testen können. Ja. Weil wir fahren, muss man auch fertig führen, einen 600er, also einen 599er Swan auf Peugeot. Da steht einer her und drüben steht der 636er. Umgekehrt. Umgekehrt. Egal. Genau. Kommen auch natürlich noch Berichte. Und mit schön Schnickschnack da an Alufelgen machen echt was hier, diese 3 schwarzen. Wir Ja. waren in Man in Black oder sind die Man in Black Fortsetzung Part 793. Kommt demnächst noch im Kino. Und fuhren los in Niederelsungen bei Kassel. Danke Uwe für die Autos. Da auf jeden Fall dann. Können wir schon einbauen, weil Ja. das ist Ja, tolle voll, Geschichte. klar. Wir haben eine richtige Testfahrt gemacht, muss ich echt sagen. Ja. Durch Regen und Witterungen. Wir hatten gestern in Toskana noch 34 auf 33, glaube ich, Ich ja. habe Sonne. bei mir im Thermometer 38 gehabt. Ja, wenn der Außenspiegel immer heiß wird, gell, im Boah, Stand und so. es war wirklich, also also gestern war brutal, gell? gestern war Aber geil. anstrengend. Es war auf jeden Fall cool, aber es war. Und jetzt ist gerade eine Temperatur. 20? Ja, 14. ja. Ja. Ein Wir hatten Riesenswitch. jetzt Jacken an, wir waren gerade im Wirtshaus, haben lecker Schwein. Ja, ich habe endlich meine Schweinebraten bekommen. Ich habe die Seit Jungs 4 Tagen genervt. redet der nur vom Das ist Schweinebraten und wir fahren halt abgefuckt. durch die Toskana. Passt super. Wir hatten Spanferkel.
Das hat ja nicht nur. Wir waren im Lokal in der Toskana. Wir haben so geil geschlafen. Und der Spot, den haben wir über Google Maps gefunden. Du hast ihn gefunden. Das wollte ich mir abholen. Ich bin der Location Scout und habe richtig Schwein gehabt, dass wir immer gut gelandet sind. Wir haben alles auf uns zukommen lassen. Aber erst einmal losgefahren, dann bist du in der Nähe von München zugestiegen. Dein Auto war schon in München. Genau, Vaterstetten. In Vaterstetten. Und dann haben wir einen ziemlichen Trip gemacht. Bis nach Bozen. Bozen, erster Morgen Bozen im Figilino haben wir gefrühstückt. Da hat aber Markus mega Stellplatz. Kommt noch. Stellplatz weiß ich nicht, aber Parkplatz. Ja, Parkplatz, ja. Aber es war schon geil. Also der Parkplatz war schon der Hammer. Exotisch. Das ist so, dass du, also wenn ihr Bozen kennt, das ist total schön, gerade wenn du aus München kommst und nach Italien fährst, ist Bozen immer so der erste Frühstücksspot, sag ich mal. Aber es ist natürlich mit dem Camper immer blöd, da zu parken, weil es ist eine kleine Städtchen, total schön und manchmal ist halt alles eng. Aber die Bozner haben halt einfach mal für uns ein Parkhaus gebaut. Da hast du einen riesen Busparkplatz, wo du im Parkhaus mit den Autos parken kannst. Also da parken neben dir die Omnibusse, groß, die Reisebusse. Fette Dinger. Ja. Und wir halt dazwischen drin. Und wir haben dann auch gleich noch drin übernachtet. Ne? Ja, das war super. Mhm. Kleine Party gemacht in der Nacht, mehr sagen wir nicht. Party natürlich hier, ganz dezent. Ja. Aber in einer riesen Tiefgarage. Es war schon echt lustig. Echt cool. Dann morgens schön frühstücken gegangen. Bei tollem Wetter durchgehend. Ja. Mhm. Und kleiner Ausflug und dann sind wir weitergefahren. Wohin? Hauptziel war. Ja, das war Richtung Florenz, genau. Richtig. Richtung Florenz. Aber dann haben wir gesagt, was zieht Männer, ach, hauptsächlich Männer, aber viele Frauen an, wenn man unterwegs ist in Bologna, Modena in die Richtung. Dann sind wir in Maranello rechts rausgefahren oder links. Ah, stimmt, ja, stimmt, da waren wir auch noch. Maranello waren wir auch noch. Maranello sagt vielen was, Ferrari, Stammsitz. Mhm. Und war nichts los in Maranello. Das Werk und da saßen in den Büschen die Leute, die auf die. Ja, also Erlkönige warten. Und wirklich in den Kreisverkehren sitzen die Fotografen auf Stühlen und warten, bis so eine Karre kommt. Und wir kommen an und das Erste, was bei uns am Kreisverkehr vorbeigefahren ist, war ein super krasser Elektro-Ferrari. Verklebt und macht total. Und irgendeiner, der in 5 Jahren wahrscheinlich auf die Straße kommt. Ein Schuss, zack, wir standen genau richtig. Und das noch vor dem springenden Pferd mitten in Maranello. Korrekt. Ja. Vor dem Rosso. Also besser geht's nicht. Ja, also das war der Hammer. Das war. Und dann beim Café Maranello, glaube ich, haben wir dann schön nachmittags Kaffee gegessen. Oh ja, Antipasti. Antipasti gegessen. Ja. Ja. War schön. Ja. Das war super. Mhm. Dann ging es weiter. Dann sind wir Richtung Florenz. Genau. Da haben wir in der Umgebung dann diesen Hotspot mit Spanferkel und anderen Leckereien erwischt, mitten in den Weinbergen. Ihr werdet Aufnahmen sehen in den Videos, die oben irgendwo drin sind. Zumal so ist, also wir haben ja auf Insta auch schon ein bisschen was gepostet, immer wieder mal. Ne? Und was ich immer so faszinierend finde, dann schreiben mich ganz viele an, boah, steht ihr da frei? Und ich weiß aber nicht, was ich sagen soll, weil ja, wir standen frei. Ja. Aber halt nicht illegal, sondern wir haben uns treiben lassen, wir haben nichts gebucht, gar nichts. Haben uns einfach treiben lassen und Tobi hat diesen Mega-Spot ausfindig gemacht und wir haben halt einfach mit den Gastwirten geredet und haben gefragt, hey, dürfen wir da pennen und bei euch ein geiles Abendessen haben? Und die haben das gefeiert, die haben uns mit Ghetto Fox das war super, Mann. Schöner Abend, ganz gastfreundschaftliche Leute, gell? Und wir hatten einen super Abend, ne? Die haben um 7:30 erst aufgemacht. Ja, wir waren die Ersten. Wir waren die Ersten. Deutschland, ne? Die können nur 9 zum Essen. Aber wir haben uns ja alle nass gemacht. Wir waren nämlich die Letzten, die auch abends da sind. Richtig. So, und es war ein super schöner Abend. Ja. Und dann da oben gepennt. So in, mega, die Oliven-Dinger da. Ja. Hammer. Also Sonnenaufgang. Wirklich, so wie man sich's vorstellt. Ja. Toskana hat alles gegeben. Und aber das ist wirklich auch ein Tipp. Wenn ihr einen Spot findet, wo ihr in einem Restaurant oder irgendwie so kleine Locations, fragt da einfach mal, wenn ihr da schön essen geht und so. Und ihr lasst ja dann Geld da. Jeder und wenn willkommen. Ihr da oben einfach mal auf so einem Parkplatz, und der gehört denen, wo die das bestimmen können, wenn ihr nett seid und euch benehmt, werden die
zu 90% ja. nicht Nein sagen. Also genau, und wenn, dann fährst du halt, ist ja auch ja, deren gutes Recht, ist ja völlig in Ordnung ja. und keiner hat sich wehgetan. Aber und Fragen kosten nichts. Bei uns war es auch noch so, wir haben dann gesagt, ja, wir geben euch auch Geld fürs Übernachten und so weiter. Da hat er gesagt, auf gar keinen Fall, ihr esst hier gut und habt einen guten Abend. Das ja. war dem wichtig. Ja, das ne? war dem wichtig, das war cool. Und das war definitiv der Fall. Und das war auch nichts gespielt, das ist aber nein, ehrlich. Das war nichts ja, genau. Touri, das sind nee. Hauptsächlich Italiener ja, gewesen ja. oder vielleicht Leute, die ihr Ferienhaus dort haben ja. und ja. seit langem dort einkehren. Ah, es war nicht zu beschreiben. Auch mega unscheinbar. Also, ja, ja. also mhm. normal fährst du daran vorbei, aber, oder? Wenn man ehrlich ja, ist. Weil du hast nur dieses kleine Schild an genau. der Hausecke gehabt und das war's. Boah, aber die Küche ist sensationell. Die ja. Qualität vom Essen unfassbar gut. Ja. Also, wir haben sogar eine Flasche Wein getrunken. Wir trinken normal ja. alle nichts. Du gar nicht. Ich habe nicht. Ich ganz selten, ja. du ja, ja, auch ja. eher nicht. Nee. Und es war ein Fest. Ja. Ein Fest. Ein Highlight in meinem Leben. Oh. Alles miteinander. No, das war, also das war schön. Mhm. Ja, dann haben wir da gepinnt. Ich habe mich mit einer Mücke rumgeschlagen die ganze Nacht. 2 Stunden Schlaf ja, gehabt. Die haben wir zu dir geschickt. Das ja. war, die war dick wie ein Airbus 380 in der Früh. Da bin ich 20 Mal gestochen. Ich bin blutleer heute noch. Dieses Miststück. Danke dir für die Nacht, die ich mit dir verbringen durfte. Ich habe am Schluss mit offener Schiebetür gepinnt und offenen Hecktüren. Und dann zog so ein leichter Wind über die Weinberge, über die Hügel da rein. Und in der Früh rausgeguckt, ich habe den Sonnenaufgang gesehen, es war magisch. Das war schon schön. Trotz der Mücke. Trotz der Mücke. Vielleicht gerade dank der Mücke. Vielleicht gerade dank der Mücke. Vielleicht hättest du anders den Sonnenaufgang verpennt. Er könnte jede Sekunde mitnehmen auf dem Markenbeutel. Dann sind wir in ein Werk gefahren. Die Geschichte kommt natürlich auch extra ja. irgendwo. Und haben uns dann mit Produktion angesehen. Und abends nach der Hitze ging es dann weiter. Richtung, ja, schon wieder zurück. Die Lago, aber ich habe keine Ahnung, welcher Lago das war, aber es war also, ein Lago. Ja, stimmt. Ganz kurios. Die kamen in der Nacht an, der Stellplatz war zu und dann haben wir daneben gepinnt und früh ja. hatten wir einen Blitzstart, weil wir gemerkt haben, wir standen auf irgendeinem Firmenparkplatz, wo nichts verboten war, aber wir sind anständige Menschen, ja. haben dann heute früh um 7 das Lager abgebrochen, ganz schnell. Der Markus hat sich sehr Nähe, gefreut. In der Nähe von, es ist Mugello gewesen. Da ist, Mugello, ja, ja. da ist Autodromo di Mugello, die Teststrecke von Ferrari richtig, ist da. Richtig, richtig. Das war auch nicht. Da du ganz warst in, ich war da mal. Und da waren wir gar nicht weit von weg. Ja, und dann haben wir da Trucker Stop Café. Ja, Moment, wir müssen nochmal zurückspielen. Wo waren wir gestern Abend? Der stimmt, Hammer. Stimmt, in ja, Sambuca. Ja, jetzt erzähl mal, Tobi. Genau, jetzt erzähl mal. Es gibt tatsächlich Geschichten, die wir nicht ausbreiten dürfen, verdammt. Wollen oder sonst was, weil das sind persönliche Erlebnisse. Aber wir waren dort. Daraufhin ist eine WhatsApp-Gruppe entstanden. Ja, genau da habe ich gerade gedacht. Genau an die Gruppe habe ich gerade gedacht, die wir da gemacht haben. Wir fuhren zurück, nochmal kurz zurückspulen. Sorry, jetzt kommen die Erlebnisse wieder hoch. Wir haben Stellplatz, eine Entsorgung gesucht, was in Italien nicht einfach ist. Das ist wirklich und du schwer. Hast ein bisschen eigentlich was ja gefilmt. Schon, ne? Eigentlich ja schon. Also es gibt viele, aber da wo wir jetzt gestern zum Beispiel waren, das war so ein bisschen Lost Place tatsächlich und war ein bisschen spooky. Jo. Also da war so ein aufgebrochener uralter französischer Wald oder spanischer. Ja, französische das war ein französischer Zulassung drauf. Französischer ja. Camper. Boah. Und hättest du nicht gedacht, dass da einer. Zeigst du die Bilder irgendwo? Ja, ja, die zeigen den Roadtrip ein bisschen von dem Auto. So. Und der, also da bist du, da war alles offen, weil der war eben aufgebrochen und da hast du. Du hast dich nicht getraut reinzuschauen. Wir haben nur so die Kamera reingeschaut, ja, reingehalten, ja. Nachher geguckt, was drin war. Da lag auch eine Bettdecke zusammengerollt über dem Tisch. Ganz. Ein alter Ford Transit runter, 30, 35 Jahre alt. Ja, locker. Und da das hätte auch schon, eine Leiche drin sein können. Ja, das also das sah schon übel aus. Das war der ganze Platz war aßlich. Die, ja. die Frischwasseranlage aufgebrochen. Alles aufgebrochen, alles nach Geld durchsucht. Boah, also ganz schlimm. Übel. Im Poggi Bonsi. Also meine Entsorgung, die echt was hat, Poggi Bonsi. Und die Jungs, da muss man auch dazu sagen, wir hatten uns kurz getrennt wegen dem Filmdreh und die Jungs sind schon vorgefahren und ich hatte mir eben diese Stelle rausgesucht und bin da hingefahren. Sie haben gesagt, sie sind schon an der Entsorgungsstation. Sag ich, ja, aber ich sehe euch nirgendwo. Und dann haben wir festgestellt, die sind auf der anderen Seite von Poggi Bonsi. und es ist nicht groß, sagen wir mal, oder? Nein. Es ist nicht groß. Nein. Aber du brauchst trotzdem, um da einmal durchzufahren, eine halbe Stunde. Ja, Gefühl, die Stadt ist ja... Sehr viel Einbahnstraße, sehr eng. Ja. Oh.
Wahnsinn. Und wir sind ein paar Mal von einem Ende zum anderen Ende. Unsere Kinder echt gut. Ja. Einmal schön, die Einbahnstraße im Busbahnhof rein. Ja. Aber die waren alle freundlich. Ja. Aber zum Straßenthema kommen wir noch kurz nachher. Das ist extra special. Ja. Aber dann fuhren wir eben Richtung, wir wollten mal ein paar Kilometer machen, Richtung Florenz vor der Nacht. Und fuhren dann durch Sambuca, wieder einen Hotspot gefunden. Das ist ein kleiner, unscheinbarer Ort. Mhm. Wir fuhren mit diesen drei schwarzen Fahrzeugen rein. Die haben gedacht, Top Gear kommt. Kennt ihr vielleicht aus England? Diese kleine Brücke, wo wir dann drüber sind. Ja. Gerade, dass sie nicht, die Münder waren offen, weil das war für die wie der... ich meine, wir sind ja auch echt auffällig. Das war seltsam, das war auch deutsche Kennzeichen und so. Cool. Aber cool. Und überall total willkommen, muss man echt sagen. Und dann haben wir an einem Sportplatz zu Abend gegessen und das war der Hammer. Wieder der Volltreffer, oder? Ja, Essen wieder sensationell gut. Und nur Italiener da an einem günstigen Niveau. Ja. Wir haben, müssen echt sagen, wir haben geschlemmt und wir haben 75 Euro bezahlt. Das wisst ihr noch gar nicht, gestern Abend. Mhm. Und das war, geht nicht in diese Touri-Hotspots. Nee. Fahrt aufs Land und unter den Richtig Menschen. Schön, ich sag mal, provokativ von Mama bekochen lassen. Ja. Das war mega. Ja. Also, toll. Zwei nette Damen haben wir da kennengelernt, die saßen am Eingang neben der Tür. Haben wir noch unseren Bocker getrunken, natürlich passend zum Ort. Nee, das war jetzt gelogen. Ich will mich dazu nicht weiter äußern. Ich hab da nicht viel kennengelernt. Ich bin da raus. Ich war gerade zum Zahlen unterwegs. Und dann fuhren wir auf diesen Stellplatz. Mit Wenn ihr mal mehr wissen wollt, sprecht Tobi. Ja, Tobi. Nee, das bleibt unter uns drei. Es gibt Sachen, die sind nicht zum Teil. Nee, dann sind wir weitergefahren. Jetzt sind wir wieder bei der Firma heute früh. Mhm. Mit der Kehrmaschine. Ja, der Halb war der. Uhr morgens. Ich liege hinten. Ihr habt nicht gepennt. Na, du hast das auch schon mitgekriegt. Wir haben das alle mitgekriegt. Also, die der konntest ist ja, du nicht, nee, nicht mitbekommen. Vor allem, der ist gefühlt so mit dem Kehrbesen Mikrometer an den Autos vorbei. Ja. Aber das ist lustig. Scheiße, da haben wir kein Bild von. Das hätte ich das einblenden. Ja. Das ist ja so cool. Also, man kennt ja, dass die Kehrmaschine sammelt den Dreck vorne ein und saugt den auf und kehrt dann die Rillen sauber an den Straßenecken. Der hat das, glaube ich, rückwärts laufen lassen, weil das, was am Rand lag, schon in dieser Bordsteinrinne drin, war dann auf die Breite des Fahrzeugs wie so ein Teppich verteilt über die Straße. Super effizient. Also das war... Ich habe immer überlegt, ob es nachher schöner aussah als vorher, aber ich habe immer noch keine Meinung. Aber es war auf alle Fälle anders als vorher, auf jeden Fall aber nicht weniger. Was haben wir gesagt? Er hat den Nachweis GPS-mäßig, ich war da und habe gearbeitet. Genau. Er hat das ein Teppich schöne Häufchen gemacht. Nee, der hat das ganz clever gemacht, weil der kommt so, weil das geht ja nochmal hinten in die Lade-Ding rein. Ja. Weißt du, wie lange der fahren kann, bis der voll ist? Ja, ewig. Der braucht nie Lärm. Der war voll und nicht mehr. Ja, genau. Das war auch so bumslaut, dieses Ding. Was ist denn an so einem kleinen Auto so verdammt laut? Und die fahr absichtlich bei uns dreimal vorbei, weil er uns aufwecken wollte, weil wir dort wirklich fehlplatziert waren. Wir haben keinen Platz weggenommen. Ja gut, es war aber mitten in der Nacht. Wir mussten halt irgendwann mal auch... Aber es war nicht wild. Nee, das auf keinen Fall. Wir waren wild. Na, wir waren auch nicht wild. Wir waren müde. Ich war gar nichts. Ich war nicht in der Lage, irgendwas zu sein. Jetzt haben wir ja eine Brücke gebaut, wenn wir gesagt haben, ein Straßenthema. Warte noch ganz kurz. Ja, lass uns noch kurz gerne. Wenn wir noch bei den kulinarischen Sachen sind, dann müssen wir noch über den Kaffee reden und über das Brioche an dem Morgen, oder? Unbedingt. Weil dann sind wir dort aufgebrochen. Und wollten dringend einen schönen Kaffee trinken. In der Früh Italien-Kaffee. Italienischer Kaffee, unfassbar. Überall gut. Und wir haben uns gestern schwer getan, Kaffee auf die Schnelle zu finden. Also dir war es wurscht. Mir war es wurscht, aber da hast du gemerkt, da die zwei, die hatten eine gewisse Abhängigkeit. Aber es kam plötzlich zwei Divas raus. Es war nicht einfach. Ja, und heute war es super einfach, weil wir sind an die, also ich sag's wie es ist, es war die assligste Tankstelle, die ich seit langem gesehen habe. Furchtbar, kreislig, dreckig. Aber der Kaffee aus einer Siebträgermaschine, es waren zwei Damen, glaube ich, ne? Die ganz super lieb und alle sind da hingekommen, vom Straßenarbeiter bis zum Schickimicki, genau, ich fahre in die Arbeit. Alle fahren so da richtig. Oh, geil. Und der Kaffee war sensationell. Und da muss man sagen, das ist schön zu sehen in Italien, wie diese Kultur weiterlebt. Mhm. Überall hast du diese
Bars und Cafés und ab 6 Uhr morgens offen, dann trifft sich jeder nur mal schnell. Und das war was. Du hast bezahlt halt früh 5 Euro. Ja, ich habe, wir hatten ein Cappuccino, ein Espresso, wir hatten zwei Brioche, also so Croissants. Genau. Aber was für welche? Richtig, richtig lecker. Und diese vier Sachen zusammen 5 Euro, da kannst du dich nicht beschweren, sag ich mal. Wir saßen dann 10 Minuten, Pfunden los. Und dann? Ja. Oh ja, dann kamen wir an andere Städte. Ja. Dann kommen die auf einmal, weißt du, gehst du einmal nicht mit und lässt die Kinder alleine irgendwo hin. Die Rastanlage war aber auch geil. Die war mega. Ja, ja, geil. Die war super. Und dann kommen die mit sowas zurück. Ja, und du hast dich riesig gefreut. Ich habe mich so gefreut. Ja. Und der Tobi hat sich noch was gekauft. Ja. Ich wollte schon immer so ein Karaoke-Dings haben, so einen kleinen mit Akku. Karaoke-Maschine gekauft. Und was war noch? Parmesan, Karaoke-Maschine, ein Chupa Chup, Riesendolli für dich. Also die Frau an der Kasse hat sich auch gedacht, oh, was stimmt die Jungs jetzt vor? Aber eins muss man auch wieder sagen, die italienischen Rastanlagen, liebe deutsche Rastanlagenbetreiber, egal wie er heißt, schämt euch. Ja. Das hau ich echt mal raus. Man kann Schokoladen auch schön hinlegen. Oh, ja. Die waren da drin, nicht mal überteuert wie bei uns. Überhaupt im Gegenteil, Supermarktpreise. Ganz im Gegenteil. Und alles schön drapiert. Wir waren mit dem Gucken dabei. Eine Viertelstunde, wir beide hoch. Ich habe an der Tankstelle hab ich gefilmt, weil ich so geil fand. Ja. Auch die Lebensmittel wieder. Alles. Alles hochwertige Produkte, ja. Wirklich toll drapiert. Also wunderschön hingelegt, sodass du richtig Bock hast. Und das sind nicht so Sandwiches in Cellophan, wirklich schöne Ciabatta mit schönen frischen Salat und alles. Ja, wunderschön. Diese Sendung wird nicht gesponsert von Autogrill. Kennt ihr vielleicht? War das Autogrill? Das war eine Autogrill. Okay. Ja, ihr habt nachher extra geguckt. Mhm. Also kennt ihr Autogrill. Hier werden keine Autos gegrillt, sondern andere Dinge. Und dann kamen wir da zurück, sind wir weitergefahren, ja. Und Straßenthema, passt das jetzt? Ja, ich wollte nur das kulinarische Thema. Nee, alles, vollkommen recht. Also wir haben alles erlebt. Ja, also Straßen, da können Sie sich ein Beispiel von woanders nehmen. Also, ja. Also wenn ihr wissen wollt, ob euer Möbelbau funktioniert im Fahrzeug. Gott, nicht das gerne. Poggi Bonsi. Also, ja, wobei ich auch sagen muss, die Strecke jetzt gerade hier zum Schluss hierher. Echt? Boah, hätte ich nie gedacht. Ja. Das war krass hier. Ja, ja. Also wir sind dann weiter, muss man vielleicht auch noch sagen, über Venedig Richtung Udine und sind dann wieder links abgebogen Richtung Villach zurück. Ja. Aber da waren, also wir wissen alle, wovon ich jetzt rede. Es war, also die Schlaglöcher an sich und die Straßen an sich waren schon eine Katastrophe. Aber eins war so heftig, ich habe gedacht, mir zerreißt es alles und es ist aber alles gut. Ja. Aber du hast dich echt erschrocken, weil das war, also bei uns hätten sie, glaube ich, die Autobahn gesperrt oder vorher, 10 Kilometer vorher, die Geschwindigkeit gedrosselt auf 20. Ja. Ja, zumal, also wir gucken, ob unser Möbel auch in Ordnung ist und so, aber wenn du da mit dem Moped mit 130 drüber brettest, das ist höchst gefährlich, genau. Also das war wirklich, das war, keine Ahnung, Grand Canyon auf der Autobahn. Und es waren nicht nur ein paar Stellen, wir hatten sie beim Runterfahren schon, der Brenner ist zurzeit eine Dauerbaustelle und eine komplette Baustelle. Der gesamte Brenner von den Kilometern war 90% einspurig und wie italienisch gesichert, gefährlich, wenn viele Leute sind vor uns in der Nacht. Das war Gott sei Dank unser Glück. An manchen Verengungen, wo die diese Betonverengungen haben, ist es wirklich so eng, dass du da mit so einem Kastenwagen da ankommst und dann so und denkst, mein lieber Scholli. Und dann kommt aber der 40 dann links mit 110 an dir vorbeigeschossen, während du gerade 40 fährst. Ja, das ist aber so. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp, den man mitgeben muss. Also wenn ihr jetzt alle in Süden aufbrecht, kalkuliert das ein. Also wir sind jetzt in der Nacht gefahren, das war echt okay, ja, gell? Ja. Aber tagsüber, aber Brenner ist im Moment. Ferienzeiten, boah, das wird sportlich. Müsst ihr ein, zwei Stunden mehr einkalkulieren, leider. Aber in der Toskana war das nicht nur, Entschuldigung, nicht nur Poggi Bonsi, sondern wirklich die Strecken, die wir da erwischt haben, waren alle abenteuerlich. Ja. Und mit meinem eigenen Auto, ich weiß, dein Bewusstsein deines Eigentums gegenüber, dann haben wir im Vollintegrierten da in einige Löcher rein, da hast du einfach echt Angst ums Material. Wobei ich die Hersteller der PKWs auch wieder oder allgemein bewundern muss,
die stecken ganz andere Sachen weg, die wir in Deutschland erleben in 10 Jahren. Definitiv. Autoleben oder so. Und ich muss sagen, das hat mich begeistert an dem Fahrzeug, das ich jetzt gefahren habe, den Bravia. Da ist nicht mein Kasten aufgegangen. Nichts. Schimmert auch wenig. Also, bei mir auch nicht. Die sind echt leise. Der Möbelbau, Geschmack ist, lässt sich immer drüber streiten, brauchen wir nicht drüber reden, aber also vom Möbelbau her muss ich wirklich sagen, ziehe ich meinen Hut. Also das hast du selten, glaube ich. Ja. Laufhöhe und über den Stocklöchern, alles ist an seinem Platz geblieben. Ja, also da bin ich auch positiv überrascht. Also das hätte ich nicht erwartet, weil ich kenne es auch anders. Mhm. Wir alle kennen es anders. Und das ist schon deutsch. Und, und das hier ist wirklich bewundernswert, wie ruhig. Ja, das haben die Slowenier schön gemacht. Du merkst auch die Isolierung von der Lautstärke eben, das Dröhnen im Kasten, das hat man, je günstiger der Wagen wird, desto mehr wird hinter den Möbeln gespart. Ich weiß es selber gerade, ich war ein Forster, das war mein Geheimnis, kein Geheimnis, das machen. Der kostet knapp über 50.000 Euro, da musst du irgendwo sparen. Ja, der hätte es auch überlebt, aber knallt ganz anders, logisch, wie ein Auto für 80 bis 100.000. Und das macht am Ende schon auch einen Unterschied, wie lange du da wirklich durchhältst, also wie anstrengend das Fahren ist. Ja. Und das muss ich sagen, hat mega Spaß gemacht. Also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Du merkst auch die schönen Reifen. Wir haben ein bisschen breitere, ein bisschen Alu, ein bisschen 18 und 16 Zoll, je nachdem. Ich habe natürlich das Glück, ich habe hier sogar noch Luftfederung hinten. Ja. Zusatz. Das war nur die Luftfederung. Ach so, ja. Nee, aber ohne Quatsch, also das merkst du schon, ne? Ja. Das ist. Wir hatten auch Walkie-Talkies dabei. Also wenn ihr mal Eau de Cologne, also fahrt, Cologne fahrt, wir haben ein paar Wörter gefunden, nehmt euch Walkie-Talkies mit, natürlich mit Fernfunk nicht drücken, während der Fahrt hält man kein Handy in der Hand, müssen wir immer darauf hinweisen. Das ist erschütternd nach wie vor, dass man so viele Menschen sieht. Ich sag fast 100%, die ständig irgendwo telefonieren und machen und abgelenkt sind. Mhm. Das muss man, kann man nicht oft genug sagen, bitte lass das, kein Gespräch der Welt ist so wichtig, dass man es während der Fahrt machen muss. Man erwischt sich selber mal dabei, mir ist auch schon passiert, aber man sollte es wirklich nicht tun. Ja. Und eins ist mir aufgefallen, wir hatten das Thema heute, die Italiener nehmen es in vielen Dingen mit dem Straßenverkehr nicht so genau, wie wir eher als ein bisschen spießige gelten in Deutschen, aber die Baustellen haben nie 2,10 Meter oder 2,20 Meter, egal wie, geht oder geht nicht, volle Fahrbahnbreite, da gibt es kein Vorbeidringen, was nicht passt. Bei uns fahren sie bei 2,10 Meter mit Autos rein, die meisten dürften da gar nicht fahren, weil die Spiegelbreite zählt, merken, Spiegelbreite zählt, und das sind alles über dem Fiat Panda schon drüber, sorry. Und das ist wirklich vorbildlich gelöst, dadurch entstehen auch im Flow weniger Staus. Ja. Ja. Was du auch, was überhaupt, was ich extrem gemerkt habe, den Unterschied zu Deutschland oder auch hier jetzt Österreich, das ist genau dasselbe. Du hast gefühlt auf 10 Kilometer 6, 7, 8 Mal die Geschwindigkeitsveränderung. Also du hast dann fährst du 80, dann fährst du 100, 110, dann fährst du wieder 60, dann ist wieder 70, dann ist wieder 80, dann ist wieder 100. Da ist so, in Italien ist so grundsätzlich 110, selbst wenn du eine Baustelle hast, ist da 100. Weil die Baustellen einfach so gemacht sind, du hast nie dieses, boah, wir machen das jetzt, wenn es super eng und du hast so einen Spurwechsel auf die Gegenfahrbahn und so, dann haben sie auf 60 mal. Aber die meiste Zeit hast du dieses 100, 110 und das läuft einfach. Aber wir sind nicht in Stocken. Genau, aber wir sind aber auch jetzt super viele Kilometer gefahren, wo du gemerkt hast, das ist einfach flüssig. Wir sind jetzt weit über 1000 Kilometer schon gefahren. Ich glaube, über 1500 sind wir jetzt schon gefahren. Und was hatten wir an Stau? Minimal. Und gestern haben wir was ganz Spannendes gesehen. Gestern Nacht, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Weiß nicht, wie es euch dabei ging. Da war vor einer Baustelle ein LKW defekt. Und die Polizei hat den abgesichert. Die Polizei hat den abgesichert. Hammer. Und die haben dann die Straße wirklich auffälligst abgesperrt und zwar mit Feuerfackeln. Da lagen bestimmt 10, 15 Feuerfackeln. Ja. Ne? Und da hat das Feuer gebrannt und du wusstest, okay, da fährst du halt jetzt nicht durch. Ja, genau. Habe ich noch ja. nie gesehen. Nee. Und die zwei Jungs mit der Feuerwehr, sag ich schon, von der Polizei standen einfach nur da, dann vor dem LKW und haben total gelangweilt dann noch gesagt, hey, fahrt halt bitte nicht in den LKW. Aber krass, aber geil, ne? Einfach nur dieses echte Feuer so auf der Auto. Hammer. Super gesehen.
Ja, absolut. Sogar, also, ja. Und es sah auch so aus, als hätte es schon länger gebrannt. Also, ja, die Stadt, glaube ich, gerade. Die standen schon. Ich glaube, es war ein Motorschaden an einer blöden Stelle. Ja, ja, aber weißt du, die sagen sich, glaube ich, in Italien, bei uns sind die Straßen eh schon so im Eimer, wir können da auch den Teer schmelzen. Ja, ja, das genau. Ist egal. Jetzt weiß ich, wo die Schlaglöcher herkommen. Ja, wahrscheinlich. Ist der Teer weggebrannt. Man lacht jetzt, das ist wirklich so. Ja. Ja, es war ein echt komprimiertes Erlebnis, die Tage. Wir haben das sehr genossen und sehr schönen Content gemacht. Ihr in der Hauptsache danke ich euch, weil den verteilen wir da jetzt oben und machen. Und wir haben ein bisschen Überblick gebracht und schaut euch das an, was wir dann auch alles raushauen in den nächsten Tagen. Ich kann nur von meiner Seite sagen, dass ich es jetzt wieder gesehen habe, zwei Sachen. Wenn du mit einem paar Leuten unterwegs bist, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du dich jetzt nicht nur so, wenn du zusammensitzt, gut verstehst, sondern auch auf der Straße. Ne? Es hat immer harmoniert. Es war echt schön, war richtig, richtig schön. Wir waren toll essen und das ist einmal schon toll. Und das Zweite ist, wir haben uns eigentlich nur treiben lassen. Wir haben uns zwei, drei Ziele immer gesteckt, haben gesagt, in etwa fahren wir so, das müssen wir erreichen. Den Rest haben wir immer nur so circa in etwa und gucken wir mal. Das war mega. Wir haben nichts gebucht, wir haben gar nichts gemacht und jetzt haben wir ja schon Hauptreisesaison. Ne? Ja. Und es hat alles hervorragend funktioniert. Ne? Wir sind gesund und munter. Ja. Das Wichtigste auf so eine Strecke mit drei Autos und Kolonne fahren. Und das war ein Highlight zwischen uns. Wir haben uns so durchgehend, einer hat hinten abgesichert, andere vorne rausziehen lassen, Kollegen, Kumpel gucken, mitgucken, Abstände einhalten. Dann macht es richtig Spaß. Ja, es hat echt Freude gemacht. Ne? War richtig geil. Ja. Und die Autos haben uns wirklich treuerst begleitet, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte so, du auch noch nicht, wir fahren alle lang campen, aber das haben wir ja schon angesprochen, muss man echt sagen. Ja, das ist es hat auch wirklich Spaß gemacht. Da klopfst du auch Holz. Ja, morgen macht es auch noch Spaß. Ja, natürlich, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ihr seht es natürlich, wenn schon zu Ende ist, nicht tagesaktuell, aber wir wollten euch ein bisschen teilhaben lassen. Ja. Viele Bilder sind verteilt über die ganzen Videos, dann seht ihr die ganzen Erlebnisse und zumindest das, was wir euch zeigen. Wir haben auf jeden Fall viel Material, was wir jetzt erstmal verarbeiten müssen. Boah. Das ist die Nacharbeit da dran erstmal. Das ist auf jeden Fall. Und das wollte ich auch noch sagen. Gut, dass du sagst. Das ist ja, wir waren jetzt in Summe dann 5 Tage unterwegs, aber was wir in den 5 Tagen alles erlebt haben, das ist unfassbar. Das ist wirklich mega. Das könntest du auch weiß ich nicht, was strecken. Ja. Ne? Das ist Wahnsinn gewesen. Das richtig ist wirklich, geil. Das ist wirklich krass. Aber jetzt bedeutet es für uns erstmal Arbeit, ne? Ja, das, also wenn ich über. Ich habe mich hier eine Stunde hingesetzt und mal wenigstens von den Kameras also die Daten mal auf den Rechner gezogen. Und wo dann immer stand, das dauert jetzt 10 Minuten, das dauert jetzt. Ich so, oh. Ah, und eine Sache müssen wir auch noch sagen, was ich gelernt habe. Wir hatten unterschiedliche Fahrzeuge, 3,5 Tonner und 4,2. Entschuldigung, klar. Und wir haben ja mit Maut zu tun. Oh ja, das ist ein Maut-Thema, super, danke. Das war auch noch sehr spannend zu beobachten, weil einer von uns hatte ein 3,5 mit Bip & Go, einer von uns hatte 4,2 mit der Go-Box, das heißt also in Österreich durch Tiki-Taki, und einer hatte 3,5 mit gar keinem System, ne? So war genau. Und das ist wirklich eine Erleichterung. Also wenn du so eine Tour machst und du dir so ein System raussuchst, ich kann es nur wieder als Tipp geben, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sage, diese 2 Euro, die ich als Servicegebühr bezahle, ist es mir wert. Die ist es mir definitiv wert, weil dann funktioniert da wieder der Automat nicht, der nimmt die Karte nicht, der nimmt das nicht. Hey, das ist furchtbar. Wir waren ständig am Warten. Ständig am Warten. Italien haben es wirklich extrem gemerkt. Ja. Bip & Go durchfahren. Oder halt auch andere Anbieter, selbstverständlich. Ja, nur als Beispiel. Ja. Du fährst da durch und bist weg. Mhm. So, und andere von uns haben halt hinten gestanden. So, dann der vor dir, ja super, 3 Autos vor dir, die Schranke geht nicht auf. Du stehst und wartest und wartest und wartest, dann kommt eine nette Dame, die kommt, die muss erst gucken, hin und her. So, dann ich habe es selber dann auch gehabt. Ich schieb die Karte da rein, die Karte kommt wieder raus, geht nicht. Karte wieder rein, geht nicht. Dann hast du nach gefühlt 20 Versuchen, spricht dann auf Italienisch eine Frau mit dir über diese Gegensprechanlage und versucht dir zu erklären, was sie von dir wissen möchte und wie es jetzt weitergeht. Da sagt ihr als allererstes, ciao, mi chiamo Markus. Das ist das Wichtigste. Super, so fängst du schon mal. Ja.
Das ist toll. Vor allem, wenn du nicht Markus heißt. Ist egal. Nein, aber es ist dann wirklich so. Und dann versuchst du mit denen auf Englisch. Das wird aber komplett ignoriert. Ja. Die reden mit dir Italienisch und dann bist du da echt aufgeschmissen. So, und dann dauert das ewig, bis du dann mit denen interagiert hast, irgendwie, damit du dann da bezahlen kannst. Dann geht die Schranke auf, dann kannst du fahren. Und? Ja. Ja, und dann ne, mit dem System ist es halt einfach, du fährst da langsam durch, Schranke geht auf, fahren. Es hört sich jetzt lustig an, aber es ist ja auch typenabhängig, aber es ist halt ein mega Stressfaktor in dem Moment. Gerade wenn dann viele Autos hinter dir sind. Das Zeit. Genau, dann fällt das Geld sowieso runter, dann kriegst du das Ticket nicht gezogen und musst die raushandeln. Gerade so ein Wohnmobil, da fährst du ein Stück vor, Restgeld einsammeln. Da habe ich doch genau das Richtige gesagt. Das Lustige ist bei diesen Mautstationen, du hast zwei Höhen. Du hast einmal die PKW-Höhe, die ist ungefähr hier unten. Und dann hast du die LKW-Höhe, die ist da oben. Wir sind aber genau dazwischen. Also entweder musst du irgendwie da oben dran, oder du musst dich über die Türkante nach draußen lehnen und musst schneidest da unten. Dich schon ab mittlerweile, dass du so dann fischen und kannst. Und dann Tipp. Ja. Wenn ihr euch abschnallt und ihr müsst euch aus dem Fenster hängen, mach den Gang raus, zieh die Handbremse an. Ja. Das siehst du so oft in irgendwelchen Videos. Die Leute rutschen von der Kupplung ab, scheppern im besten Fall nur gerade durch nur die Schranke. Gegen die Schranke und nicht gegen die Kasten. Genau. Ne? Und ohne Quatsch, mach das. Ja. Mach den Gang raus. Handbremse anziehen und dann, bitte. Wenn hinter euch die Leute meckern, gucken, scheißegal. Wir müssen warten. Wirklich, es ist für euch das Sicherste, weil das ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Aber du warst natürlich mit deiner Box immer sofort durch, du hast immer auf uns gewartet und das hat teilweise 10 Minuten gedauert. Du hattest echt die Arschkarte. Du hattest auch manchmal so richtige Opfer vor dir. Aber ich habe am Anfang gedacht, du wärst schuld, aber es war nicht an Sascha gelegen, und er hatte echt immer die Arschkarte. Ja. Nee, deswegen, also das wollte ich auch nur nochmal ansprechen, jetzt weiß ich, jetzt wird es immer lang, aber das Mautteam ist mir echt aufgefallen. Also das war wirklich interessant zu beobachten, weil wir alle so unterschiedlich unterwegs waren. Aber es war interessant zu sehen, weil wir halt so unterschiedlich waren und dann aus Erfahrung jetzt sprechen können, wie was funktioniert hat. Ne? Also das ist. Und dann wiederum in Österreich mit der GoBox ist wieder alles wurscht, weil da fährst du ja nur durch. Das piept, piept, piept und ist fertig. Ne? Das ist super. Auch am Brenner, ne? Das musst du halt auch wissen und das ist am Anfang auch, finde ich, irritierend. Das piepst ja bei jedem Maut, wie sagt Brücke. Man da? Bei jeder Mautbrücke, danke, genau. Da piepst immer. Und das ist am Anfang schon ein bisschen irritierend, wenn es ständig auf der Autobahn geht. Entschuldigung. Okay. Ich bin fertig. Nee, wir machen jetzt fertig, ne? Ja, machen wir es. Maut am Ende. Ah ja. Nein. Ja, mit der kannst du jetzt wahrscheinlich nichts machen. Verrat das nicht. Kennt ihr diese Sache? Nein, verrat das nicht. Nicht verraten. Das ist echt hart. Nicht verraten. Gebt ihr das mal im Campingplatz. Das wäre genauso. Das wär genauso wir verraten. Wissen ja, wofür wir es nicht verraten. Ja. Genau. Nee, nicht verraten. Das wäre genauso, als würdest du über den Campingplatz gehen und sagen, hey Siri, mach die Musik auf 100% oder sowas. Kannst du ja auch nicht machen. Nee. Das macht man nicht. Nee. Da habe ich mal eine Geschichte gehört, 3 Uhr morgens und so. Echt? Soll ich denn auch? Ja, da gab es mal so eine. Stimme, guten Morgen Sonnenschein. Ja. Durch die Blechwand eines Kastenwagens ist mir erzählt worden. Hat nicht geklappt. Aber da hast du recht. Aber trotzdem, können wir irgendwie Licht ausmachen hier? Nein. Tschüss. Die Schalter sind dahin. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, wo sich die Schalter befinden, guckt die Roomtouren. Roomtouren. Wir werden nicht mehr rumturnen. Ich mache jetzt den Lichtboy. Machst du den Lichtboy? Ja, ich sag schon mal ciao. Kennst du dich mit Kameras aus? Nee, aber mit Licht. Da kannst du. Ein Lightjockey. Wahrscheinlich geht jetzt gar nichts, wenn ich gleich mache. Ihr gebt mir das Signal. 3. Tschüss. 2. 1. Was ist denn das? Warte, wir müssten mal Markus in der Stellung sehen jetzt. Oh, zu spät für euch. Ich hätte auf Aufnahme drücken sollen. Ja. Da ist er nochmal. Nochmal winken. Da ist er. Tschüss. Bin der Light DJ.